Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Feuerwehrrecht in der Form des jetzigen FSHG ist seit knapp 20 Jahren nicht mehr angepasst worden. Und ich finde, das macht deutlich, dass es jetzt wirklich dringend an der Zeit war, hier eine Novelle vorzulegen. Und zur Vorbereitung dieser ja sehr umfassenden Feuerwehrrechtsnovelle hat es ein sehr umfassendes und breites Beteiligungsverfahren der Feuerwehrverbände durch das Innenministerium gegeben. Und dadurch, finde ich, ist nicht nur ein sehr guter Gesetzesentwurf vorgelegt worden, sondern es sind auch schon viele Kompromisse gefunden worden, Konflikte abgeräumt worden. Ich will nur noch mal daran erinnern, an die Debatte zur Einbindung der Leitung der hauptamtlichen Kräfte in die Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehren. Das war ja ein großes Thema, was diskutiert wurde. Hier ist ein Konsens geschaffen worden, und das schon bevor es ins Parlament gekommen ist. Und deshalb möchte ich auch noch mal der Abteilung 7 im Innenministerium meinen Dank aussprechen für dieses Beteiligungsverfahren, den Feuerwehrverbänden danken, dass sie mitgemacht haben, mitgewirkt haben an diesem langen und breiten Prozess. Aber ich will natürlich auch SPD und CDU danken dafür, dass wir hier gemeinsame Änderungsanträge und auch einen gemeinsamen Entschließungsantrag vorlegen konnten, weil ich es wichtig finde, dass wir an diesem wichtigen Thema der Feuerwehren hier auch gemeinsam vorgehen und gemeinsame Anträge vorlegen. Ja, es ist schon gesagt worden, über 81.000 Bürgerinnen und Bürger sind in den Freiwilligen Feuerwehren engagiert. Über 13.000 Menschen sind hauptamtlich bei der Feuerwehr beschäftigt. Fast 20.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Hilfsorganisationen sind im Katastrophenschutz tätig. Und diese vor allem ja ehrenamtlich Aktiven sorgen für unsere Sicherheit im Brandschutz, im Katastrophenschutz. Dafür möchte ich auch einfach mal Danke sagen, dafür, dass sie für uns im Einsatz sind, Tag und Nacht, und für unsere Sicherheit hier sorgen. Die Zahlen, ich finde, die Zahlen verdeutlichen aber auch noch mal, wie wichtig das Ehrenamt in diesem Bereich ist, bei den Feuerwehren im Katastrophenschutz. Und deshalb spielt auch die Stärkung des Ehrenamts in diesem Gesetz und auch bei unseren Beratungen so eine wichtige Rolle. Ganz kurz zu einzelnen inhaltlichen Punkten. Die Kinderfeuerwehr ist schon angesprochen worden. Mit diesem Gesetz verankern wir die Kinderfeuerwehren gesetzlich für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Es gibt ja schon Kinderfeuerwehren hier im Land. Bisher saß das Gesetz nicht vor. Sie waren da nicht verankert. Aber ich glaube, dass die Kinderfeuerwehren ein gutes Mittel sind, um Kinder schon sehr früh auch an die Feuerwehren zu binden, dann, wenn sie sich für Feuerwehren begeistern können, im Alter von 6, 7 Jahren. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, wird aber das Problem nicht alleine beheben, dass es schwierig ist, Menschen dafür zu begeistern, ehrenamtlich tätig zu werden. Und deshalb gibt es auch noch viele andere gute Regelungen im Gesetz, zum Beispiel, dass auch Personen Mitglied der Feuerwehr werden können, wenn sie nicht im aktiven Einsatzdienst sind. Das können zum Beispiel Personen sein, die sagen, ich will keine Brände löschen, aber ich will zum Beispiel den Internetauftritt der Feuerwehr machen. Ich finde, das ist eine sehr gute Regelung. Wie zum Beispiel auch, dass es Vertrauenspersonen bei den Freiwilligen Feuerwehren geben sollen, die zum Beispiel auch als Ansprechpartner für neue Mitglieder fungieren können. Also insgesamt ein gutes Paket, um die Stärkung des Ehrenamtes voranzubringen und auch um unsere Feuerwehren im Land zukunftsfest zu machen. Ich möchte aber noch schnell, die Zeit rast mal wieder, ein großes Gesetz mit vielen wichtigen Punkten, aber die Zeit rast, deshalb schnell. Das Thema Ölspuren ist auch schon angesprochen worden, finde ich aber auch noch mal besonders wichtig, weil die Freiwilligen Feuerwehren gerade im ländlichen Raum uns das immer wieder berichten, dass sie rausgeholt werden nachts am Wochenende, dass sie die Straße fegen müssen, dass es natürlich Akzeptanzprobleme gibt in der eigenen Familie, aber auch beim Arbeitgeber. Und deshalb ist es gut, dass wir es geschafft haben, das heißt wir, aber dass es eine Rahmenvereinbarung gibt, nicht ein Vertrag zwischen dem Verband der Feuerwehren, der Kommunalen Spitzenverbände, des Verkehrsministeriums und des Innenministeriums, dass man Vorschläge erarbeiten will zur nachhaltigen Verbesserung und Entlastung der Feuerwehren bei der Ölspurbeseitigung. Und ich gehe davon aus, dass wir sehr bald in rund einem Jahr uns wieder damit beschäftigen werden. Und ich hoffe, dass wir dann gute Vorschläge auch hier auf dem Tisch haben, dass wir an diesem Thema endlich weiterkommen. Aber es ist nicht nur die Stärkung des Ehrenamtes hier in dem Gesetz vorgesehen, sondern auch der Katastrophenschutz erfährt eine deutliche Aufwertung durch das Gesetz. Ich halte es auch als Grüne für besonders wichtig, angesichts dessen, dass wir wahrscheinlich durch den Klimawandel eher mehr als weniger Naturkatastrophen in den nächsten Jahren haben werden. Es ist wichtig, den Katastrophenschutz hier auf gute Beine zu stellen. Und deshalb haben wir im Entschließungsantrag auch noch mal gesagt, die Landesregierung ist dazu aufgefordert, jetzt nicht das dabei bewenden zu lassen bei diesem Gesetz, sondern einen Prozess einzuleiten mit den Beteiligten, mit
mit den Ehrenamtlichen aus dem Katastrophenschutz, um hier weiterzumachen, den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen weiterzuentwickeln. Ja, insgesamt will ich noch mal sagen, ein gutes Gesetz. Ich würde mich freuen, wenn nicht nur die Grünen und die SPD und die CDU zustimmen könnten, sondern vielleicht auch die anderen beiden kleineren Oppositionsfraktionen. Ich habe im Innenausschuss nur Kritik gehört, dass wir sie nicht eingebunden hätten. Sie hätten ja auch auf uns zukommen können. Ich fände es gut, wenn Sie hier vielleicht über Ihren Schatten springen könnten und dem Gesetz zustimmen würden. Ich glaube, dass Sie den Feuerwehren und den Hilfsorganisationen damit einen Gefallen tun würden und werbe hier noch mal sehr um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer, für die FDP-Fraktion.